Willkommen zurück aus dem Heu. Es sind nur noch vier Leutnants und wir müssen mal wieder die Uhr einstellen. Ja, wartet geschwind. Könnte ein bisschen dauern und starten. So. Ich hoffe, dieses Mal endet das Ganze nicht in so einer mittleren Katastrophe wie beim letzten Mal. Und es geht ganz normal weiter. Dass wir hier eventuell die letzten vier auch schon machen können. Ach so, da unten. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen? Okay, das wird eine Verfolgungsjagd. Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ja. Nun, die werden bald abgesetzt. Nein, ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Wache! Wache! So ein Mist. Gut gemacht. Unter ihm ist alles besser. Unter uns. Da ist er doch. Das Volk glaubt es auch. Sonst würde es uns doch nicht folgen. Ja. So, ich weiß nicht, wie das so, aber so, das ist mein Kampfspruch. Ich war ein Opfer. Ich bin nicht schuld. Doch, ihr traft eine Entscheidung. Er verzauberte mich mit diesem Ding. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Requiescat in pace. Das war jetzt fast wieder zu leicht, aber ich darf mich jetzt nicht mehr über zu leichte Missionen beschweren. Wenn ich mich schon über schwere Missionen beschwere. So. Gut. Jetzt haben wir natürlich wieder Zeit gespart. Hätte ich eigentlich noch gut in den letzten Part reinpacken können, aber ich spare mir sowas. Das ist nur dämlich. Ich will meine Quote generieren. Ich will die Parts gleichmäßig ausfüllen. Danach haben wir ja noch die blöde letzte Codex-Seite zu suchen. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir alle entdecken würden, aber nein. Anscheinend nicht. Dann holen wir mal den Inhalt der Kiste. Der Gista, wie die sagen würden. Im alten lateinischen Sprachgebrauch. Hier stimmt was ah, nicht. Noch ein Wo sind die Menschen? Exzellent. Savonarola warnte mich, dass sich jemand gegen uns stellen würde. Also habe ich diese Falle gestellt. Um die zu erwischen, die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Lasst uns beginnen. Okay, Karriereleiter. Was für ein Spektakel. Wie lange du wohl überleben wirst. Vor einiger Zeit schaffte einer 3 Dutzend meiner Leute. Achso, wir müssen die feindlichen Angriffswellen überleben. Interessant. Jeden verdammten Tag kommt ein anderer von euch. Von Konformisten, Unzufriedenen, Revolutionären, Rebellen. Ich habe alles gesehen und alles gehört. Nur Entschuldigungen. Soll ich glauben, dass du der Retter der Unterdrückten bist? Ein Held, der die Stadt befreien wird? Ein Rebellenführer, der ein neues Zeitalter bringt? Einer, der für die Okay. Wenigstens was Abwechslungsreiches. Ich meine, wir müssten ja schon oft kämpfen, aber so hat es wenigstens einen zusätzlichen Ansporn. Ihr seid alle aus demselben Grund hier. Derselbe egoistische Grund. Ihr sucht etwas. Lob, Auszeichnung, Ruhm. Entweder körperliche oder geistige Belohnung. Oder beides. Was willst du also?
Ist es Bestätigung oder vielleicht Buße für eine alte Sünde? Hat dich dein Vater misshandelt? Haben dich die Kinder gehänselt? Hat deine Geliebte dich verlassen? Warum sonst würdest du die Kapuze tragen? Warum versteckst du dein Gesicht vor der Welt? Meine Augen sind vergeudet und erhitzen dich nur weiter. Ach, wie du willst. Wie lange kannst du weiterlaufen? Du bist nicht ewig. Dort ist er! Halt ihn! Achso, die wollen gleich, dass wir wieder das Schwert zucken. Hammer, dürfen wir den schon töten? Das dauert mir ein bisschen zu lang. Ich würde eigentlich gerne den... Okay, das war's schon. Ja, so kann man's auch machen. Man kann's auch das Leben sich leichter machen. So stolz und brutal? Nein, Savonarola hat euch verhext. Tat er das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. So, jetzt heißt sie wieder abhauen. Wo auch immer, also hier nach geht's schon mal nicht nach unten. So, geschafft. Und mal wieder keine Nebensequenz. Erstaunt mich ein bisschen. Andererseits wiederum nicht. So. Werden wir jetzt genauso erfolgreich wie im letzten Part. So. Aber so von du bist erledigt. Der Rat hat die Ausschreibung einer neuen Gemeindehalle in der Nähe der Nun gut. Nee, ich möchte nur zur nächsten Mission. Omnipotens Deus Rex Regum et omni. Okay, wir haben jetzt einen lateinischen Priester. Eigentlich hätte ich den gerne zum Schluss gemacht, aber gut. Oh Gott. Ah ne, wir müssen doch nicht da hochklettern. Das war, glaube ich, einer der ersten Aussichtspunkte, den wir hatten. Bestimmt der Handler war ein Saaling. Ihr Rat, halt!
Er flieht, haltet ihn! Ja, zeig sie! Ich weiß noch nicht mal, wie wir da hochkommen. Aus dem Weg da! Dein Hintern gehört mir! Ist schneller! Okay, da oben scheint er zu sein. Okay, das ist er, glaube ich, noch nicht. Ach so, entdeckt doch, Mist. Muss ich mir was anderes einfallen lassen, um da nach oben zu kommen? So ein Mist aber auch. Ich weiß nicht, gilt man hier schon als entdeckt? Ich meine schon. Ach so, da, ab da gilt schon. Super. Auch müssen wir wieder so. Ich hasse es persönlich, lang herumzuklettern. Oh Mist. Runter oder stirb, Laju! Okay, so machen wir es definitiv nicht. Ich würde am liebsten über die Hinterseite vor dem Turm hochklettern. Denn hier unten sind wir anscheinend noch nicht in der Gefahr, entdeckt zu werden. Das gefällt mir noch am besten. Okay, hier könnten wir hochklettern. Ja, ich glaube, darüber können wir uns den meisten Ärger ersparen. Ach Mist, ich habe den nicht beachtet. Ich hätte vielleicht einfach hochklettern sollen, aber gut. Gut, jetzt wissen wir wenigstens, dass die Sache dann doch nicht so aussichtslos ist, wie ich es anfangs gedacht habe. Ja, weil das wäre auch ein bisschen fies. Ich meine, man kann da ja unmöglich... Okay, man kann es schon machen, aber das wäre so ein Aufwand. Wo ich mich dann auffrage, wer macht sowas? Was? Ich wollte dich eigentlich umbringen. Genau so. Wonderful. Beautiful.
Okay, jetzt sind wir wieder in der Overtime. Jetzt überziehen wir. Irgendwie müssen wir doch da hochkommen. Nein, da kommen wir nicht hoch. Ach Mist! Weil wir uns mal wieder zu langsam fortbewegt haben. Mensch, aber ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich habe es herausgefunden, wie wir jetzt da gescheit hochkommen. Lasst mich einfach versuchen. Kenne ich den nicht irgendwoher? Was macht er da? Ich habe ihn! Hat sich erledigt. Eine lächerliche Jeder ist irgendetwas. Auch ein Niemand ist was. Ach Mist. Runter, Hund! Omnipotens Deus. Rex Regum. Ach, hätte doch fast so schön geklappt. Okay, was heißt das? Es hätte fast so schön geklappt. Wir hätten immer noch klettern müssen. Aber so geht's. So, vielleicht einfach mal noch ein bisschen umschauen, ob wir nicht von einer günstigeren Position aus hochklettern können. Ich bin bei dir, Junge. Aber immer wieder die Leute umbringen, macht auch keinen Spaß. Okay, dann einfach nochmal nach oben. Ich glaube, von hier ist es noch günstiger. Ich hatte sowas von Unrecht. Wusste doch das richtige Werkzeug aus. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Ruhe. Ach so, können wir nicht hochklettern? Ist klar. Aber da können wir hochklettern. Okay, wir wurden entdeckt. Was auch immer du laberst, ich verstehe nur Atonius. Omnibus. Hat Omnibus gesagt. Heb dich doch fest, du Arsch! Meine Fresse, was war denn das jetzt schon wieder? Hey, wisst ihr was, Leute? Ich beende den Part. Wir überziehen sowieso schon, aber ich weiß, wie es geht.
Ja, was ist denn das für eine Scheiße? Kannst du dich denn da nicht festheben? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt dran, Freundschaft ist Magie. Ich brauche jetzt erstmal eine Aspirin.